Lust verloren? Drei simple Übungen mit großer Wirkung. Viele Menschen erleben in ihrem Leben Phasen der Lustlosigkeit. Das ist total normal und kann unterschiedlichste Gründe haben. Stress, gesundheitliche Probleme oder zum Beispiel nach einer Geburt. Doch keine Sorge, deine Lust ist nicht weg. Deine sexuelle Energie schläft vielleicht phasenweise, weil du und dein Körper mit anderen Dingen beschäftigt sind. Wenn du deine Lust vermisst, habe ich dir heute drei simple Übungen mitgebracht, um wieder in Kontakt mit ihr zu treten. Wichtig ist, deine Lust beginnt bei dir und deinem Körper und erstmal nicht im Kontakt mit einem Partner. Fang bei dir an. Übung Nummer 1. Befreunde dich wieder mit deinem Körper. Einfacher gesagt als getan, ich weiß. Dennoch, probier's mal aus. Stell dich vor einen Spiegel, angezogen oder vielleicht sogar nackt, und betrachte deinen ganzen Körper und finde mindestens eine Stelle, nur eine Stelle, die dir gefällt, und spreche die laut aus. Also zum Beispiel, ich mag meinen kleinen Zeh. Ich habe einen wunderschönen kleinen Zeh. Du wirst sehen, wie diese Übung dein gesamtes Körpergefühl und auch dein Lustempfinden verändern kann. Zweitens, hole wieder mehr Sinnlichkeit in dein gesamtes Leben, auch außerhalb der Sexualität. Was auch immer Sinnlichkeit und Lebendigkeit für dich bedeutet, ist es Schwimmen gehen? Ist es Sport? Ist es Zeit in der Natur? Ist es eine Massage, ein Theaterbesuch? Was auch immer es ist, hole mehr davon in dein Leben und aktiviere deine Sinnlichkeit, deine Lebendigkeit, damit du wirst sehen, alles hängt zusammen und damit wird auch deine erotische Energie wieder aufgeweckt. Drittens, eine etwas ungewöhnliche Übung aus meinem Coaching. Führ mal eine Konversation mit deinen Genitalien. Ja, mit deinem Penis, deiner Vulva, deiner Vagina. Nimm dir einen Moment Zeit und stell dir vor, du könntest in deine Genitalien atmen. Nimm sie ganz bewusst wahr. Wie fühlen sie sich gerade an in diesem Moment? Und stell vielleicht eine Frage, zum Beispiel, wie geht's dir heute und was brauchst du? Was wünschst du dir von mir? Ich weiß, das klingt total skurril, und ich lade dich trotzdem an, es auszuprobieren. Und du wirst überrascht sein, welche Antworten und Impulse dein Körper dir sendet. Ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Ausprobieren und viel Erfolg dabei, wieder Kontakt zu deiner sexuellen Energie herzustellen.